Und die verkaufen so eine Art Donuts, Teigtaschen und die sind mit Nutella gefüllt. Mit Nutella gefüllt. Genießt sie. Moin Leute, ihr seht's, ich und mein Schlag sind jetzt auf dem Weg nach Katowice. Hinter mir ist der Bus. Ich will euch nicht lange warten lassen, deswegen macht ihr die Kurzreise, okay? Willkommen in Katowice. Ja, ihr hattet es einfach, ich musste dafür 7,5 Stunden Bus fahren. Wenigstens war ein neuer Bus und ich habe Gott sei Dank keine Haare, deswegen sind die jetzt auch nicht zerzaust. Auch mal ein Vorteil. Ihr geht euch jetzt die Stadt angucken und ich suche schon mal was zu essen für uns, okay? Hinter mir seht ihr das bekannteste Bauwerk von Katowice, die Zitronenpresse. Nein, ich meine natürlich die Spodek Arena. Ich könnte euch natürlich einiges noch über Katowice erzählen. Silesian Uprising, sehr important hier. Und natürlich auch die ganzen Kohlminen. Eigentlich ist es sowas wie der Ruhrpott hier. Aber das stört uns heute nicht. Wir holen uns jetzt das geilste Frühstück. Und das ist hier ganz in der Nähe von der Spodek Arena. Jetzt sind wir an meinem absoluten Geheimtipp, Café. Die haben nicht nur geile Bagel, Pancakes, Waffe, sondern auch noch geile Drinks und alles, was das Herz begehrt, das direkt neben dem Spot. Guckt euch einfach an, wie groß der ist. So, ich werde jetzt meinen Bagel essen und übrigens, der kostet nur 5 Euro. Was für ein Preis, ja. Also ich werde jetzt meinen Bagel essen und ihr guckt euch noch ein bisschen um und danach gehe ich, glaube, erstmal die Klamotten wechseln. Als kleines Highlight, diese Stores gibt es überall in Katowice und in Polen und die verkaufen so eine Art Donuts, Teigtaschen und die sind mit Nutella gefüllt. Genießt sie. Aber natürlich wäre es nicht ein geiler Trip, wenn ich nicht noch einen Geheimtipp für euch hätte. Und ich stehe hier in Niki Sowjet von 1912, von Leuten gemacht aus Charlottenburg. Und hier, das ist so ein bisschen sowas wie Kreuzberg in Berlin, so ein Hipsterviertel, das früher ein Arbeiterviertel war. Guckt euch das an, wenn ihr hier seid, lohnt sich auf jeden Fall. So Leute, ich bin auch schon wieder zurück in Berlin. Ich hoffe, mein erster Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht zu subscriben und ich habe sonst noch diese beiden Videos hier. Ja, schaut sie euch an. Bis zum nächsten Mal.